Der Streit um die One Love Kapitänsbinde ist heute eskaliert. Am zweiten Tag der Fußball-WM in Katar drohte die FIFA mehreren europäischen Nationen mit gelben Karten und Punkteabzug. Die verzichteten daraufhin auf diese spezielle Binde. Und das gilt auch für den Deutschen Fußballbund. Ja, DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff, der sagte, das fühle sich schon sehr stark nach Zensur an, was die FIFA da veranstalte. Die One Love Kapitänsbinde sollte ja ein Zeichen für Vielfalt und Menschenrechte sein. Nun ist die Kritik groß. An der FIFA, aber auch an den Verbänden. Max Seib berichtet. Dieses Stück Stoff wollte die FIFA unbedingt verhindern und sie hat es geschafft. Der DFB und weitere europäische Nationen knicken ein und verzichten auf die One Love Armbinde. Dabei hieß es zuletzt noch selbstbewusst: Ich wäre durchaus bereit, auch eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen. Dementsprechend haben wir da jetzt auch keine Angst vor. Diese Statements hielten keine drei Tage. Kurz vor dem ersten Spiel erhöht die FIFA plötzlich die Drohkulisse und beim DFB sieht man sich machtlos. Die FIFA hat uns deutlich gemacht, nicht dass wir mit Sanktionen, sondern mit sportlichen Sanktionen rechnen müssen. Und das ist genau der Punkt, an dem man sich überlegen muss, ist man das bereit mitzutragen? Ist Deutschland ebenso wie andere europäische Nationen nicht. Stattdessen sieht sich die DFB-Spitze in der Opferrolle, klagt über Zensur und verweist darauf, dass man die Binde schon vor Monaten angekündigt habe. Außerdem wisse man nicht, welche Sanktionen am Ende drohen. Dabei war das One Love Design schon ein Kompromiss, weil die FIFA bei der richtigen Regenbogenbinde ebenfalls Strafen ankündigte. Nun steht die Botschaft, dass man keine Botschaft sendet. Es wäre ein starkes Zeichen gewesen, der FIFA zu sagen, dann gebt uns halt die gelbe Karte und dann spielen wir irgendwann mal ohne Kapitän oder wie auch immer. Aber wir stehen zu den Menschenrechten. Das ist jetzt halt vorbei. Doch nicht nur der DFB kämpft gegen einen Imageschaden, auch der Gastgeber fremdelt noch mit dieser WM. Die Turniereröffnung zwar groß zelebriert, doch beim Stand von 0:2 gegen Ecuador verließen viele Katar-Fans spätestens Mitte der zweiten Hälfte das Stadion, die Ränge teils halb voll. Und so bleibt der erste Eindruck, dass man sich zwar viel kaufen kann, die Stimmung aber nicht. Für uns in Katar ist unser Kollege Steffen Schwarzkopf. Steffen, wir schauen kurz mal auf das erste Spiel des Tages. Da hat ja England den Iran mit 6:2 besiegt. Aber eigentlich haben die Iraner davor schon gewonnen. Denn sie haben sehr viel Mut gezeigt, als sie die Hymne nicht mitgesungen haben. Und sie müssen weit Schlimmeres befürchten als nur eine gelbe Karte. Warum gibt es so wenig Mut bei den europäischen Verbänden? Also zunächst mal, die Engländer, zumindest mit einem Kniefall, haben sie gegen Rassismus auch demonstriert sozusagen. Das tun sie schon auch seit geraumer Zeit. In vielen Spielen zuvor haben sie das gemacht. Aber ansonsten ist man tatsächlich eingeknickt gegenüber der mächtigen FIFA und, wie ich persönlich glaube, auch gegenüber Katar. Katar hat wahrscheinlich dort Druck ausgeübt auf die FIFA. Die FIFA hat das dann an die Verbände weitergegeben. Und die Frage, die du gerade gestellt hast, das ist auch die Frage, die viele Fans sich stellen, mit denen ich auch in Kontakt bin, ob in Deutschland oder auch Fans, die hier in Katar sind, die sich die Spiele der deutschen Mannschaft anschauen wollen. Ein Betreuer des Fanclubs Nationalmannschaft hat zum Beispiel gesagt, das sei unfassbar, das sei die Chance eigentlich gewesen, hier selber ein Zeichen zu setzen, etwas in Bewegung zu bringen. Und das habe man jetzt auch vernachlässigt von Seiten des DFB. Also mutlos, so will es Oliver Bierhoff nicht sehen, so will es auch der DFB-Präsident nicht sehen. Aber man hätte natürlich konsequent sein können und das einfach durchziehen können. Das hat man sich ganz offensichtlich nicht getraut, weil man sportlich dann gefürchtet hat, bestraft zu werden durch Punktabzug oder durch gelbe Karten etc. Aber die Frage bleibt natürlich, warum gibt der DFB da Tatsache klein bei? Und diese Frage wird sich der DFB, werden sich die Nationalspieler möglicherweise auch immer wieder von Fanseite gefallen lassen müssen. Nun kommt, Steffen, der Druck ja von der FIFA offiziell. Welche Rolle spielt denn Katar aber als Gastgeber dabei? Der Emir lobte ja gestern bei der Eröffnungsfeier nochmal die Weltoffenheit seines Landes. Das wäre ja jetzt eigentlich die Möglichkeit gewesen zu sagen, ja, machen wir so. Aber in Wahrheit vermutet man ja, dass der Druck von Katar selber kommt. Wie schätzt du das ein? Du bist für uns dort im Land. Also ich habe auch diesen Eindruck und der Offenheit und der Toleranz, da sind dann doch sehr enge Grenzen gesetzt. Also wir erleben hier die Gastgeber als sehr höflich, sehr herzlich, sehr offen, was
Fans aus aller Welt angeht. Aber da sind dann eben auch starke Grenzen gesetzt. Und wir haben hier dann auch nachgefragt, wie das denn sei mit dieser Kapitänsbinde. Und die wird von Katarern abgelehnt. Das kann man auch in den katarischen Medien so nachlesen. Das liegt ganz einfach daran, dass man Homosexualität und man hält diese Kapitänsbinde für ein Zeichen der Unterstützung für Homosexualität, dass man die hier nicht nur ablehnt, sondern dass das hier illegal ist, dass das etwas ist, was nicht zu tolerieren ist. Und dementsprechend erwartet man eben auch, dass sich die Gäste in Form der Nationalmannschaften dieser Kultur nicht unterwerfen, aber zumindest angleichen. Also für viele Katarer ist das eine Selbstverständlichkeit, dass da eben diese Kapitänsbinde nicht getragen wird und dementsprechend positiv wird das hier auch aufgenommen, die Entscheidung der FIFA. Steffen, danke dir erstmal für diese Einschätzung direkt aus Katar. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.